Ohne Plauen wächst nichts. Der Mensch hat halt über die Jahrtausende, die er auf der Welt ist, verschiedenste Wildgräser so weit entwickelt, so weit gezüchtet, so weit selektiert, dass es halt verschiedenste Getreidearten gibt, die für die menschliche Ernährung verwendet werden. Wie funktioniert Pflanzenzüchtung, Weizenzüchtung praktisch? Ich nehme jetzt mal hier an, diese Sorte unterstelle ich jetzt eine besonders hohe Qualität und diese Sorte unterstelle ich einen besonders hohen Ertrag, aber eher schwache Qualität. Und ich möchte jetzt eine Sorte züchten, die im Grunde beides kombiniert. Das heißt, ich kreuze diese zwei Sorten miteinander und bestäube mit dem Pollen von dieser Pflanze diese Pflanze. Damit habe ich künstlich gekreuzt, ich habe eine neue Kreuzung geschaffen. Die Nachkommenschaft aus diesen Körnern selektiere ich dann über viele Jahre, bis zu 10 Jahre ungefähr, immer wieder auf die zwei Merkmalseigenschaften, viel Qualität und viel Ertrag. Wenn jetzt der Landwirt einen Winterweizenanbau geplant hat, dann startet er kurz nach der Ernte der Vorfrucht mit der Bodenbearbeitung. Wir machen da jetzt einen Stoppesturz. Das ist unmittelbar nach der Abernte von Getreide, das heißt durch ein Dreschen. Es werden die Stoppen, so wie man es da am Feld sieht, einfach umgearbeitet. Auf der einen Seite eine mechanische Unkrautbekämpfung, das heißt das grüne Unkraut, was noch da ist, wird dadurch beseitigt. Das zweite, was ist, die organische Masse, das heißt die Stoppen vom Getreide, das was überbleibt, wird in den Boden eingearbeitet und kann verrotten. Und das dritte, was ist, die Oberfläche wird angekratzt und damit wird die Verdunstung vom Wasser, was immer mehr Thema wird, unterbunden und der Boden trocknet nicht so stark aus. Wenn er das erledigt hat, dann beginnt er im Herbst seinen Winterweizen anzubauen. Wir sind gerade bei der Winterweizensaat, haben heuer extreme trockene Bedingungen. Und der Winterweizen hat dann auch in dieser Zeit die Möglichkeit zu keimen und die ersten Triebe, Bestockungstriebe zu bilden, damit er kräftige Pflanzen wird und damit er gut über den Winter kommt. So, das ist der Winterweizen, angebaut am 7. Oktober. Jetzt haben wir den 31. Oktober, also ein knappes Monat alt. Was man hier noch ganz schön sehen kann, ist das Korn, das den man ausgetrieben hat. Optimal wäre es, wenn der dann bevor der große Frost kommt, eine gewisse Schneedecke drauf liegt, dann ist sie geschützt von oben und dann nach dem Winter passiert die Unkrautbekämpfung nach Bedarf und natürlich auch die Düngung. Düngung heißt schlussendlich, unsere Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Ausgewogen mit Nährstoffen zu versorgen. Das kann der biologische Betrieb eben mit Stallmist, Wirtschaftsdüngern, wie man so schön sagt, düngen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die er immer anwendet, ist, dass er über Zwischenfrüchte seine Bodengesundheit, seine Bodenaktivität erhöht. Der konventionelle Betrieb hat ebenfalls seine Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung, wenn er Schweine, Rinder, Pferde, was auch immer hat, oder er kauft Mineraldünger zu. Die Düngung ist nicht wahllos, sondern er schaut zuerst, wie viele Nährstoffe hat er im Boden, wie viele Nährstoffe wird diese Pflanze bis zur Ernte benötigen und das düngt er dann eben auf. Grundsätzlich steht immer der Boden oder das Bodenlebewesen sozusagen im Vordergrund von der Ernährung. Nicht die Pflanzen, sondern der Boden und das Lebewesen im Boden. Die Bodenlebewesen, die ernähren dann wiederum die Pflanzen. Das ist sozusagen unser Fokus, denn, was wir haben. Ja, Fruchtfolge, natürlich eine wichtige Sache, die der Landwirt einplanen muss. Fruchtfolge heißt nichts anderes, die passenden Pflanzen hintereinander zu stellen, damit man hier die jeweiligen Vorteile nutzen kann.
hat natürlich Auswirkung auf die Gesundheit des Bestandes. Es macht keinen Sinn und es machen auch keine Landwirte, dass man, ich weiß nicht, fünfmal hintereinander eine Kultur nur anbaut. Sondern das Wichtige ist, hier gut abzuwechseln. Weil man natürlich sich dann viele Probleme erspart mit Krankheiten, mit Schädlingen. Warum wird in der Landwirtschaft Pflanzenschutz durchgeführt? Das erste ist einmal die Regulierung der Unkräuter oder Beikräuter, wie es im ökologischen Landbau heißt. Zur Aussaat ist der Acker frei von Unkräutern und Beikräutern in 99% der Fälle. Dann keimt die Kulturpflanze, aber es keimt gleichzeitig auch das Unkraut. Und das Unkraut ist meist etwas konkurrenzstärker als unsere Kulturpflanzen. Wir wollen aber keine Unkräuter ernten, sondern doch Nahrung für uns Menschen. Und aus dem Grund müssen wir als erstes versuchen, die Unkräuter zu reduzieren, um der Kulturpflanze einen Start zu ermöglichen, damit es überhaupt als Pflanzen wachsen kann. Und da ist es so, dass der konventionelle Landwirt das hauptsächlich über chemische Präparate macht und der biologische Landwirt das über mechanische Verfahren macht. Herbizidanwendung machen wir, das heißt, die Herbizide sind Pflanzenschutzmittel, die fremde Kulturarten, sprich Unkräuter, bekämpft. Der Striegel, der Hackstriegel, ist eigentlich eines der Hauptwerkzeuge im biologischen Ackerbau. Mit dem tun wir unser Unkraut regulieren oder das Beikraut regulieren. Ja. Das funktioniert mit Ausreißen, entweder Unkraut ausreißen oder verschütten. Das ist die Wirkung von dem Striegel. Das ist einmal der eine Pflanzenschutz. Der andere Pflanzenschutz ist der Pflanzenschutz, wo man eben Pilze behandelt, das heißt, es sind alle Krankheiten. Welche Möglichkeiten haben schlussendlich sowohl biologische als auch integriert konventionell wirtschaftende Betriebe, Krankheiten und Schädlingen zu bekämpfen? Krankheiten mit synthetischen Fungiziden, Fungizid heißt eben gegen den Pilz. Also es gibt Sorten, die Resistenzen oder Toleranzen haben bei gewissen Krankheiten. Das ist einfach eine Art der Sortenwahl, der Standortwahl, auch des Anbaus, also wie dicht oder wie locker baue ich es an. Das ist im Biolandbau, sind das die Maßnahmen, die gesetzt werden können. Das nächste, was man beachten muss, ist dann eben der Schädlingsbefall. Also das heißt Schadinsekten. Ne? Ja, wir sind gerade in der Phase des Ährenschiebens, also die Ähre schiebt jetzt aus dem Halm heraus. Hier sieht man es vielleicht fast noch besser, nicht? Die drückt es da auf der Seite heraus. Das ist das letzte Blatt, das ist das Wichtigste, weil das ist das, was am längsten in der Sonne steht, was die meiste Photosyntheseleistung hat. Und da sieht man schon ein Schadbild, das Schadbild des Getreidehähnchens, das ist ein Käfer, der hier das Blattgrün, also das Chlorophyll, hier also herunternagt. Es bleibt dann nur mehr die Haut des Blattes stehen. Und wenn natürlich diese Blätter kaputt sind, egal jetzt, ob sie gefressen wurden, ob sie durch Krankheiten kaputt sind, kann die Pflanze nicht mehr Energie produzieren. Gegen Insekten im Bereich Getreide können Insektizide eingesetzt werden, bekämpfen diesen Schädling, führen dazu, dass die Kulturpflanze konkurrenzfrei oder durch weniger Schädigung wachsen kann. Schaut so aus, Sie sehen den Landwirt mit der Spritze übers Feld fahren. Der hat aber, wenn er jetzt eine große Spritze verwendet, ca. 2000 Liter Wasser drinnen und teilweise nur wenige Gramm Wirkstoff. Die gerichtliche Situation unterscheidet nicht zwischen biologischen Spritzmitteln und konventionellen Spritzmitteln in der konventionellen Landwirtschaft. Sie unterliegen dem identen Prüfverfahren. Wir, die AGES, prüfen den Wirkstoff. Die eigentliche Zulassung erfolgt dann durch das Bundesamt für Ernährungssicherheit, also die Behörde, mit Auflagen, die sicherstellen sollen, dass die Anwendung des Produktes sicher ist für den Anwender, den Bauern, aber auch sicher für den Konsumenten über die Rückstände. Vereinfacht ausgedrückt, wir achten darauf, dass ein Pflanzenschutzmittel so wenig wie möglich ausgebracht wird, aber gerade so viel, um eben noch Wirksamkeit zu erzielen.
ernten, wenn das Getreide reif ist. Ja, Ernte ist bei uns Mitte Juli ist die Haupternte. Ja. Der Erntezeitpunkt verlagert sich auch immer mehr nach vorne. Bei uns ist es so, dass das erste der Roggen ist. Speziell bei uns im Waldviertel wird sehr viel Roggen angebaut für Schwarzbrot. Normalerweise im Machfeld, im Burgenland unten, im Weihviertel ist eher Weizen. Über Schnittbreiten von 6,60 m, was ich auf einmal nehme. Wir haben 400 PS. Ja, und mit den 400 PS bearbeiten wir Verfahren von Getreidehalm bis hinten zum gehäckselten Stroh und oben im Korntank das Kerndl alles auf einmal. Von der Technik her kann ich die komplette Maschine mehr oder weniger von herinnen steuern. Das heißt, ich habe mehrere Kameras montiert. Ich habe dann diverse Anzeigen da, Verlustanzeigen, Verlustkontrollen am Feuchtigkeitsmesser. Das heißt, ich weiß, wie verändert sich die Feuchtigkeit von Getreide. Kann man nur weiterfahren oder macht es Sinn, dass man aufhört? Das heißt, ich kann die komplette Maschine mit der Steuereinheit mehr oder weniger kann ich die überwachen bzw. verändern und steuern. Wir sind gerade bei der Getreideernte. Zurzeit ist gerade die Hafernernte in Gang. Die Landwirte stellen sich da auch in eine Reihe. Ja, die Aufgabe vom Lagerhaus ist eben, das Getreide von den Landwirten zu übernehmen, anzukaufen, zu reinigen, damit die Ware lagerfähig ist. Und wenn es lagerfähig ist, dann in die diversen Boxen. Eben trennen noch die Kulturen und da sieht man zum Beispiel eben ein Belüftungsrohr. Das Getreide ist ja während der Ernte, wir haben ja 30, 35 Grad, ist heiß. Das würde, auch wenn es noch so trocken ist, zu dampfen anfangen. Die Hitze muss ich rausbringen aus dem Getreide. Das wird mit einem Kühlgerät runtergekühlt auf 10 bis 20 Grad. Ansonsten wäre sie nicht lagerfähig, die Ware. Wenn die Mühlen eben Getreide disponieren, über die diverse Frachtlogistik schauen, dass das an den Termin dann ankommt, wo es halt gebraucht wird. Das ist die Aufgabe vom Lagerhaus.